Hallo, wir melden uns heute wieder live vom Maimarkt in Mannheim. 20.000 Aussteller präsentieren hier ihre Waren und Dienstleistungen und darunter auch die AfD. Wir sind hier vertreten und haben heute wieder hohen Besuch aus dem Bundestag mit Markus Frohnmeier. Er ist extra heute gekommen nach Mannheim und steht auch bereit für einige Fragen. Markus, warum bist du nach Mannheim heute gekommen? Ja, einfach um die Partei auch zu unterstützen. Das ist hier ein Riesenevent. Ich habe gehört, bis zu 300.000 Menschen nehmen an diesem Maimarkt teil. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für die Alternative für Deutschland hier vertreten zu sein, dass wir auf den Bürger zugehen können, mit ihm ins Gespräch kommen und vor allem auch über unsere politische Arbeit im Deutschen Bundestag berichten. Ich denke, da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass wir sehr effektiv die Themen, die wir im Wahlkampf angesprochen haben, jetzt versuchen umzusetzen. Ja, ihr seid jetzt seit September im Bundestag. Vielleicht kannst du ein bisschen ein paar Einblicke schildern. Wie ist es so? Nimmt man euch an oder seid ihr da diejenigen, die ausgegrenzt werden? Also ich glaube, dass man uns als unangenehm empfindet. Warum? Weil wir natürlich auch dazu beigetragen haben, dass es mehr Präsenz im Deutschen Bundestag gibt. Jeder kennt es, wenn man mal Phoenix einschaltet, da sind die Reihen oft gähnend leer. Und seit die AfD dort vor Ort sitzt, da können wir zeigen, dass es eben auch anders geht, dass die Leute teilnehmen, interessiert die Debatten verfolgen. Und da entsteht jetzt natürlich Druck. Volker Kauder, aber auch Herr Oppermann von der SPD hat schon gesagt und die eigene Partei dazu aufgerufen, in Zukunft endlich wieder häufiger Präsenz bei den Plenumsdebatten zu zeigen. Und da sieht man einfach, AfD wirkt auch. Wir zeigen, dass wir ernsthaft und seriös im Deutschen Bundestag für den Bürger, für euch da draußen die Politik umsetzen wollen. Ernsthaft und seriös, ein gutes Stichwort. Wir haben hier auch, vielleicht kann man das mal zeigen, ein TV-Bildschirm. Da werden Reden von AfD-Politikern gezeigt. Und ich kann sagen, aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, also da ist man immer begeistert, wenn man dann auf Phoenix die AfD-Reden sieht. Und es gibt ja auch sinnvolle Anträge, die von der AfD eingebracht werden. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele von Themen sagen, die die AfD in den Bundestag gebracht hat in der letzten Zeit. Also ein Antrag, den ich jetzt sehr sinnvoll fand, alleine diese Woche, war eigentlich der Antrag, dass in Zukunft die Debatten im Plenum getrennt von den Ausschusssitzungen stattfinden. Wir haben nämlich erlebt, dass häufig auch Bundestagsabgeordnete den wichtigen Debatten im Plenum fernbleiben, weil zeitgleich die Debatten in den Ausschüssen stattfinden. Ich glaube, das kann man korrigieren, indem man einfach die Zahl der Sitzungswochen erhöht oder vielleicht auch schon mal montags anfängt, um eben Entlastung zu schaffen, so dass es allen immer möglich ist, bei diesen Debatten teilzunehmen. Im Übrigen, gerade weil wir auch vorhin darüber gesprochen hatten, wie es mit der Anwesenheit aussieht, wir haben immer wieder jetzt auch sogenannte Hammelsprünge durchgeführt. Das kennt vielleicht der ein oder andere vom Parteitag. Da verlässt man den Raum und dann wird durchgezählt, ob überhaupt noch Beschlussfähigkeit besteht. Und was man da beobachten kann, das ist schon lustig. Claudia Roth und wie sie so heißen, die tippen dann ganz hektisch auf ihren Mobiltelefonen rum. Ich habe schon gewitzelt und gesagt, dann stürzt immer WhatsApp ab, dass die Leute wieder zurück ins Plenum kommen, damit einfach Beschlussfähigkeit da ist. Und wir haben schon gezeigt, dass sie die Altparteien so wenig ernst manchmal nehmen, dass Beschlussfähigkeit im Bundestag gar nicht mehr hergestellt werden kann, sodass schon eine Debatte abgebrochen werden musste. Ansonsten, natürlich versuchen wir all die Themen aufzugreifen, die Menschen beschäftigen. Sicherheit, ich persönlich versuche natürlich in meinem Bereich, in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik Akzente zu setzen, weil es hier häufig auch darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Einer der Gründe, warum wir die letzten zwei Jahre ganz massiv uns auch mit dem Thema Fluchtursachen und Bewältigung befasst haben. Ja, ich fand auch das Thema direkte Demokratie sehr gut. Da wollte ja eine Enquete-Kommission einführen. Also ganz viele Dinge, die sonst nie irgendwie besprochen wurden. Auch Thema Islam oder Christenverfolgung habt ihr auch was eingebracht. Also vielen Dank für eure Arbeit dort. Eine weitere Frage noch, die mich beschäftigt. Du warst ja einige Jahre der Sprecher der Jungen Alternative. Wie ist der Stand der jungen Leute in der AfD? Habt ihr da weiter Zuwachs? Warum kommen die jungen Leute zur AfD? Woher rührt die Begeisterung? Ja, die Jugendorganisationen der Partei, die
wird. Und das sieht man bei all dem, was die letzten Monate stattgefunden hat, aber auch im Bundestag ernst genommen. Wir fühlen uns geschätzt. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass über 10 junge Leute sich jetzt in der sogenannten jungen Gruppe organisiert haben und dort vor allem versuchen, auch jugendpolitische Themen zu bedienen. Nur mal zum Vergleich, die CDU-CSU, die hat 184 Mitglieder im Deutschen Bundestag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die AfD nur 92, in Anführungszeichen nur. Trotzdem sind wir in der Lage dazu, 10 Mitglieder der jungen Gruppe zu stellen. Und diese 10 jungen Mitglieder, die sind in der Fraktion engagiert. Die CDU-CSU, die hat 16 Mitglieder in diesem Alter. Einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Partei auch für junge Menschen da ist. Und auch jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Themen im Bundestag zu setzen. 184 bei der CDU, darauf kommen 16 junge Mitglieder, bei der AfD 92 und darauf kommen dann 10 junge Mitglieder, die in der jungen Gruppe engagiert sind. Ich denke, dass wir wirklich gemerkt haben, dass die AfD eine Partei ist, die eben nicht diese Altherrenpartei, wie man sie immer wieder gerne darstellen möchte, dieses Klischee erfüllt, sondern auch eine Partei ist, die vor allem für junge Menschen sich einsetzt, weil um unsere Zukunft, um die geht es ja dann auch. Danke, Markus. Ich will dich nicht weiter abhalten von den Gesprächen. Es sind einige Leute, die mit dir sprechen wollen, aber vielleicht noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir am liebsten für die Zukunft in Deutschland? Was ist dein größter Wunsch? Natürlich möchte ich, dass wir all die Probleme, die dieses Land momentan hat, lösen können. Dafür müssen wir als AfD noch stärker werden, noch mehr Unterstützer gewinnen. Dafür brauchen wir euch da draußen, die jetzt in den ganzen Wahlkämpfen in den letzten 5 Jahren Flyer verteilt haben, Plakate gehängt mit den Nachbarn, mit der Verwandtschaft, aber auch innerhalb der Familie Gespräche geführt haben. Und da sind wir ein Stück weit auf euch angewiesen, dass wir die Themen, die wir dort adressieren, auch umsetzen können. Mit jedem AfDler, der in den Deutschen Bundestag einzieht, rückt dieses Land der Lösung ein Stückchen näher. Danke für dein Kommen, Markus. Vielen Dank. Und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ja, danke. Danke.